Schaf, du stehst da ganz schlecht. Ich muss ja jetzt mit der Spitzhacke ran. Vorsichtig. Nicht, dass ich dir wehtue. Chorbski. Warumski. Warumski. Ich hab doch diesen... Ich rieche hier gleich einen Anf... Sag mal, was machst du denn jetzt da oben? Das muss doch so gehen. Ja, danke. So, das ist dann mein Bootshaus. Kann man dann hier auch so rum rein? Treppen reichen niemals. Warum? Ich... Komm schon! Warum machst du das? Ich verstehe das nicht. So, dann kann ich jetzt aber, wenn ich das hier so anbringe, klappt das, ja? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So geht das dann wieder, ne? Da wollt ihr dann wieder. Vielleicht muss ich das hier drumherum dann noch ein bisschen dezimieren. Machen wir das mal ums Bootshaus drumherum noch so ein bisschen. Aua, aua, aua. Bisschen abbauen. Hab jetzt nicht so den Megaplan gehabt, wie das aussehen soll, aber... Ey, mein Megaplan, ey. So mega muss sein Plan nicht immer sein. Aber ein bisschen freistehen sollte es schon. Sieht sonst komisch aus. Was ist denn daran witzig? Nein, ich meinte, es ist komisch in einem anderen Sinne. Ist ja auch schön, dass man so ein Wort komisch benutzt. Man sowohl für Dinge, die man seltsam findet, als auch für Dinge, die man lustig findet. Deutsche Sprache ist schon verwirrend für Ausländer. Also die gleichen Wörter für unterschiedliche Bedeutungen, die aber doch wiederum rein literarisch betrachtet miteinander zusammenhängen. War ich mal wieder tiefsinnig, hä? Okay. Halt. So. So, zumachen hier. Und jetzt habe ich keine Holztreppen mehr. Aber da ich eh hier unten drin eine Workbench brauche, kann ich... Leck. Kann ich auch da reingehen? Hier mal zumachen, nebenbei bemerkt. Da hole ich mir dann später noch den Keyswitches raus. Kann ich auch mal hier runtergehen. Hoffen, dass da nichts ist. Gut. Und mir hier eine Werkbank hinstellen. Weil ich die hier unten halt sowieso noch brauchen werde. Dann mache ich mir hier Holz. Und dann teile ich das alles auf. Ganz gerechtes Holz. So, geht genau auf. Und dann gehe ich hier wieder raus und müsste... Moment. Wenn ich schon dabei bin. Das reicht zwar nie und nimmer... Niemals reicht das. Nie, nie, nie. Sag niemals nie, Honey. Sag niemals nie. Aber man kann es ja mal versuchen, ne? Ich werde mich nie dran gewöhnen. Wenn ich jetzt runtergehe, schlage ich mir den Kopf an? Nein. Gut. So. Vorsichtig. Nicht wieder verkehrt rumbauen. Reicht nicht. Nee, aber fast. Mal wenigstens hier schon mal so ein Stück auf regulären Treppen gehen. Geht nicht mal auf, ist sogar ungerade. Nee, doch nicht. Dachte ich schon. Hopp, 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 hopp. Oh. Muss ich hier das noch einreißen? Geht ja auch nicht. So. Hier kommen jetzt noch... Ich könnte manchmal nicht ragen. Und jetzt habe ich vergessen, dass ich ja noch Holz dafür brauche. Moment. Ich habe gleich Holz. Gleich habe ich Holz. Du siehst so aus, als würdest du gefällt werden wollen. Nein, lass mich nicht. Will ich gefällt werden? Doch. Aber ich will doch nicht. Tot. So, dann machen wir uns jetzt noch Holz da draus. Können wir nämlich unser Dach... Uah. Das ist ja voll gefährlich, Mann. Können wir nämlich jetzt hier unser Dach legen? Eigentlich müsste ich da vorne einen Holzbalken machen. Egal. Hier dreht ihr euch nicht, ne? Ja, ja, das kennen wir schon. Ich brauche noch viel mehr Holz. Ist nicht auch am Meer? Da kriegst du ja auch mehr Holz. So, weg. Die FPS-Zahl bricht immer ein, wenn man was abbaut. Das ist... Oh, was machst du denn hier? Wo kommst du denn? Ist es hier so dunkel? Und ich hungere übrigens. Au. Weil ich mal wieder nicht darauf aufgebe... Au, dass ich auch was essen muss. Ich leuchte hier mal. Oh, ich leuchte hier mal aus. Ja, ich esse ja gleich. Was, hör auf mich zu treten. Au. Sollte nicht so viel nachdenken, sollte nach Hause gehen.
Au, ist ja gut. Au, ist ja gut. Mama macht sich ja schon Brot. Ist ja gut. 1, 2, 3. Ein Brot, das ist doch, reicht doch nie hier. Am, 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 am. Wenigstens tue ich jetzt schon mal nicht mehr hier zum Tode sterben. Wenn ich denn hier mehr, kann ich mir meinen 16 Kekse, das ist nicht schlecht. Eine schlechte Ausbeute. Der Nam-Nam-Song. Wo ist die Sonne? Die geht jetzt unter, ne? Hallo, Schweinchen. Dann gehe ich noch so lange fällen. Und zwar machen wir das hier den Wald ein bisschen lichter, damit hier nicht der Herr Lava immer spawnt. Das wird dann nämlich richtig lecker. Und mein Holz. Könnten überall Monster sein. Ein böses Hühnchen. Habe ich nicht schon einen Zombie gerade gehört? Paranoia. Fröhliches Paranoia euch allen. So. Bisschen Licht wenigstens in die Sache bringen. Ein bisschen Licht ins Dunkel. Das sieht doch so toll aus, wenn die Sonne da durchglitzert. Es sieht so geil aus mit diesem Shader. Ich weiß nicht, ob ich das darf, aber ich glaube schon. Ich habe meine Shader-Konfiguration für Minecraft 1.3.1 jetzt mal in meinen Blog gepackt. Hoffentlich habe ich das. Wenn ich es nicht gemacht habe und ich die Konfiguration noch nicht in meinem Blog hochgeladen habe, dann erinnert mich bitte dran, du kannst nur nachts schlafen. Es ist dunkel, die Sterne sind am Himmel. Ich würde sagen, es ist Nacht. Ja. Am guten Morgen. Wer grunzt denn hier so laut? Ich nehme hier nochmal einen 64er Specs Steine. Mach ich mir nochmal Drabben draus. Schöne Drabben. So, das sollte ihn aber doch reichen. Und dann mache ich mir hier nicht so viel. Was mache ich denn da? So, das kann ich ja noch behalten. Das soll dann rein. Und dann gleich noch ein paar Treppen. Komm, das teilen wir uns dann nochmal so richtig schön auf hier. So, das passt jetzt. Das reicht fürs Dach. Machen wir da ein Holzdach. Ich weiß nicht, hier will ich ja kein Holzdach, weil wir haben ja Holzränder. Und wenn wir jetzt schon genügend von diesem dämlichen, ihr wisst schon, da Lehm irgendwo kriegen, dem Klee, wir müssen noch mehr Klee sammeln, unbedingt. Aber das sieht doch schon mal gar nicht mal schlecht aus wie mein Haus. Das Gras ist schon ein bisschen runtergewachsen. Dann würde ich sagen, reiße ich dem Haus noch die Barthaare aus. Hier links und rechts möchte ich dann doch. Das wird jetzt wieder lustig. Oh, das wird wieder witzig. Zack, zack, von oben. Ja, 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 da kannst du mal sehen. Ganz so dämlich bin ich nämlich nicht. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Leuchtet immer so rot dahinter, denkt man dann immer schon 3 Sekunden. Lava. Ach nee, sind ja nur die Fackeln. Oh Gott, das wird jetzt. Joa, ich weiß, wie das geht. Ich habe mir schon wieder Sorgen gemacht, da ist irgendwas. Holz weg. Na komm, na komm. Zack. Das da drauf. Und jetzt noch die. Ich muss das jetzt hier mit Holz zumachen. Brauche jetzt wieder hier mehr von. Geht ja ganz gut auf. So. Und dann kann ich mir noch eine Tür machen. Ich müsste mir 2 Türen machen. Das reicht also noch nicht. Hallo, Holztreppe. Ich hätte gern noch mehr Holzmann. Ich brauche einen Holzmann. Der fällt des Holzmann wie von alleine. Das wäre voll cool, Mann. Wenn diese Iron Golems auch noch selber Holz fällen würden und es mir nach Hause bringen, das fände ich voll mega super cool. Aber leider ist das ja noch nicht so. Eines Tages wird Minecraft sich dementsprechend entwickeln. Ich weiß das. Und eine Modifikation dafür will ich nicht installieren. So, dann gehen wir jetzt da runter. Da hatten wir die Workbench.
was ich vorher noch machen möchte, sind nur so ein paar von diesen Kackdingern hier weg. Nicht überall muss hier Gras wachsen. So ist schön. Dann packen wir hier noch unter unseren, oder? Nee. Weiß ich nicht, da können auch noch Fenster hin. Eigentlich darf es aber so dunkel bleiben da. Hier links und rechts müssen auf jeden Fall welche hin. Und hier, das muss raus. Das muss raus. Alles muss raus. Sommer Schlussverkauf. So kann es dann sein. Und wir machen dann das, was die Treppen eh schon die ganze Zeit lang machen wollten, sich drehen. Dahin. Passt doch. Passt doch, Mann, Mann. Das war gerappt und nicht gestottert. Okay. Jetzt ist auch das hier gleich fertig. Dann müssen wir dann den. Ja, gut, die Seitenwände müssen jetzt nicht so schön aussehen. Klasse, klasse. Wenn wir mal zwei Fackeln nebeneinander, sieht sonst doof aus. Gehst du da weg, du? Zack. Zack. Und zack. Und da unten sind schon zwei nebeneinander. Und hier kann nochmal eine rein. Da hinten rein. Zu dunkel ist es mir da. Da kriege ich Angst, dass ein Monster spawnen könnte. Und jetzt brauchen wir noch zwei Holztüren. Da können dann zwar Zombies nachts einbrechen, was es nicht so schlau macht. Aber für den Moment wird es reichen. Ja, ja, Zombies brechen durch Holztüren. Aber ich glaube auch nur, wenn jemand drin ist. Da muss man dann einfach auf die Klopfgeräusche achten. Klopf, klopf, klopf. Wer klopft denn da so laut? Ich bin's, der Brains. Och, Mann, was soll denn das? Oh, da kannst du wohl nicht zuhören, wenn ich sage, ich will das da so haben. Was, warum? Oh, kriegst du Aggressionen, kriegst du da. Jetzt. Aber Dankeschön. Wie sieht das aus? Mittel bis Kacke. Wenn ich aber jetzt... Oh Moment, dann ist das wieder verkehrt rum. Wenn ich aber jetzt... Moment, ich stelle mich mal hier auf die Holzdinger. Warum? Warum, Bettina, warum? Warum? Bitte. Oh Gott, ich krieg jetzt gleich die Aggression des Tages. Was hätten Sie denn heute gerne? Heute im Aggressionsmenü des Tages steht einmal Trappen Rage oder aber auch Aggressionsbewältigungstüren. Ist mir egal. Ich bin mir genervt mit diesen Tränen. Holz. Ich hab die Erde weggemacht. So. Schon besser. Da jetzt habe ich noch Erde. Und dann hier noch drumrum. So. Hier auch noch. Die wächst dann dahin. Irgendwann das Gras. Irgendwann. Das sieht jetzt richtig scheiße aus. Und jetzt? Noch scheißer. Wow, ich habe mich gesteigert. Steigerungsform von mega hässlich. Honey? Warum habe ich hier oben Cheater eingeschaltet? Ach, ich habe auf Y gedrückt. Da stand Cheater. Boah, ich cheate aber gar nicht. Moment. Honey ist nochmal nach unten. Ich hätte mir die Workbench nach oben stellen sollen. Aber daran habe ich jetzt mal wieder nicht gedacht. Derp. Was wollte ich gerade tun? Ich habe es schon wieder vergessen. Ach so. Ich wollte sowas herstellen. Danke. Schön. Warum habe ich das jetzt weggeworfen? Das war total nutzlos. Ich bin schon wieder auf dem Weg. Warum sieht es da oben eigentlich so dunkel aus? Wir müssen unbedingt auch noch hier